Und zu gleicher Zeit passierte es, dass die Mischlinge, also ich, verhaftet wurden und alle gemeinsam in ein Lager kamen. Und die Jüdischen standen. Und da standen vor diesem Lager in der Rosenstraße, mitten im Zentrum der Stadt Berlin, Hunderte, ich sag nicht Tausende, aber insgesamt waren es Tausende. Denn die standen tagelang, die Frauen standen, meine Tanten standen untergefasst so, gebt uns unsere Männer, gebt uns unsere Kinder. Und es wurde nicht geschossen. Und es kam keine Wasserwerfer. Sie bekam uns frei. Das war die Fabrikaktion. Das war die Fabrikaktion. Ein Teil waren die Mischlinge und der andere Teil war mit Gewalt. Mit Soldaten, aber mit riesigen Gruppen. Ja, holte man die Juden aus der Fabrik gegen den Willen der dortigen Deutschen, die sie halten wollten.